schildert die Lebensgeschichte der geistigen Führerin Argentiniens, Maria Eva Duarte de Perón. Als 15-Jährige wird sie von ihrer Ex-Affäre mit nach Buenos Aires genommen. Sie trennt sich und bedient sich weiterer Liebhaber, um die Karriereleiter hinaufzuklettern. Mit ihrer Schönheit, Gewandtheit wird sie Model, Radiostar und Schauspielerin. Zu dieser Zeit versucht Colonel Juan Perón an die Spitze der Politik zu kommen. Sie begegnen sich auf einem Wohltätigkeitskonzert und kommen sich näher. Sie steigt in die höheren gesellschaftlichen Kreise auf. Doch Evita befindet sich in einem Widerspruch zwischen ihrer Wohltätigkeitsarbeit und den Methoden, Geld zu beschaffen. Liebe Damen und Herren, wir dürfen aus Italien hier